In der vergangenen Woche ließen Philipp Boy und Patricia Ionell die Fans und Jury von Let's Dance staunen. Jetzt sprach der Turner über seine Wunschtanzpartnerin und darüber, was sie verbindet. Die fünfte Trainingswoche von Let's Dance hat begonnen und auch das Paar Philipp Boy und Patricia Ionell probt fleißig für seinen nächsten Auftritt am Freitagabend. Ob die zwei die Jury wieder derart von sich einnehmen können wie beim letzten Mal. Sie hatten im 80er-Jahre-Special in Show 4 einen Cha-Cha-Cha zu Easy Lover zum Besten gegeben, erhielten für ihre Performance ganze 25 Punkte, von denen 9 sogar von Joachim Jambi stammten, ein Urteil mit absolutem Seltenheitswert. An welcher Choreografie die beiden Let's Dance-Stars nun feilen, halten sie aber natürlich noch bis zum Donnerstag geheim, wenn RTL die Tänze von Show 5 bekannt gibt. Philipp Boy enthüllt, Patricia Ionell war Wunschpartnerin. Dafür ließen Philipp und Patricia ihre Fans nun bei Instagram an anderen Details rund um ihr Training teilhaben und beantworteten ausgiebig Fragen ihrer FollowerInnen. Dabei verriet Philipp unter anderem auch, dass Patricia schon vor der Sendung seine Wunschpartnerin gewesen sei. Dementsprechend glücklich sei er, dass er der Profitänzerin zugeteilt wurde, die selbst nicht damit gerechnet hatte, fortan mit dem Turner über das Parkett zu wirbeln. Es harmoniere mega gut. Auch was das ganze Training angeht, schwärmt Philipp. Das liegt vermutlich daran, dass die zwei sich auch privat super verstehen. Mit ihren jeweiligen PartnerInnen seien sie sogar ab und zu schon in ihrer Freizeit essen gewesen. Klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Gibt es also irgendetwas, das die beiden am jeweils anderen stört? Bis jetzt jedenfalls noch nicht, so Philipp lachend. Einziges Manko, das er hat. Ich hätte gerne deine Geduld, die ist bei mir sowas von fehl am Platz. So der ehemalige Leistungssportler zu Patricia. Die findet es aber gar nicht schlimm, dass es ihrem Tanzpartner an Gelassenheit fehlt. Philipp sei zwar ab und zu ungeduldig, aber wir verstehen uns super und von daher. Manchmal gibt es ein paar Momente und ich muss ihn wieder zurückholen ins Training. Das sei jedoch kein Problem, betont sie. Patricia wiederum findet eine andere Eigenschaft ganz wundervoll an Philipp. Du kümmerst dich immer um andere Personen. Scheint, als hätte da ein tolles Let's Dance-Team zusammengefunden, dessen Freundschaft auch über die Show hinaus noch lange fortbestehen könnte. Erst einmal nehmen sich Philipp und Patricia jedoch den Freitagabend zum Ziel. Wir versuchen einfach, unser Bestes auf dem Parkett abzuliefern, erklären die beiden voller Vorfreude. Wir dürfen gespannt sein.